Altersarmut im reichen Bayern, das darf es nicht geben. Im Rahmen eines parlamentarischen Nachmittags haben die Freien Wähler eine Expertenrunde zusammengerufen und mit interessierten Bürgern über das Thema Altersarmut diskutiert. Denn es sind erschreckende Zahlen, die der jüngste Sozialbericht offenbart hat. Das Risiko der Altersarmut steigt in Bayern immer weiter. Doch was genau bedeutet es, arm zu sein? Das erklärt Professor Dr. Gerhard Nägele von der TU Dortmund. Bei uns wird Armut weit überwiegend als finanzielle Mangelsituation beschrieben. Das ist ja auch richtig, weil Einkommen ist die Schlüsselgröße für alle anderen Lebenslagebereiche. Aber es gibt empirisch bestätigt große Zusammenhänge zwischen Einkommensarmut, schlechtem Gesundheitszustand, einer geringeren Lebenserwartung übrigens. Auch das ist, muss man sich mal, also wer arm ist, stirbt auch in der Tat früher. Wir haben den Zusammenhang zwischen Einkommensarmut und schlechten Wohnverhältnissen, Wohnbedingungen. Wir haben einen Zusammenhang zwischen Einkommensarmut und geringer sozialer Teilhabe. Also Sie merken, Armut, Einkommensarmut strahlt in alle anderen Lebensbereiche hinein. Bayern sei ein reiches Land. Dennoch leide derzeit jeder sechste Einwohner im Freistaat unter Altersarmut, erklärt der generationenpolitische Fraktionssprecher der Freien Wähler, Dr. Hans-Jürgen Fahn. Er ist davon überzeugt, dass die Kommunen einen entscheidenden Beitrag zur Lösung des Problems leisten können. Das beginnt eigentlich schon mal bei der ausreichenden Mobilität, die gegeben sein muss. Es geht auch um das Thema Barrierefreiheit. Es geht auch um preiswertes Einkaufen, das notwendig ist. Und was ganz wichtig ist, ein zentraler Pfeiler in der kommunalen Armutspolitik, ist die Schaffung von ausreichendem und preiswertem Wohnraum. Und hier können die Gemeinden vorbildhaft wirken. Die Freien Wähler wollen die politischen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Rente verbessern. Dazu seien tiefgreifende Reformen notwendig, weiß Professor Dr. Peter Bauer, der pflegepolitische Sprecher der Freien Wähler Landtagsfraktion. Die Freien Wähler haben ganz klar drei Hauptforderungen. Die erste Forderung ist, dass wir eine echte Rentenreform brauchen, die zukunftsfähig ist, die belastbar ist, die sicher ist. Das zweite ist, dass das jetzige Rentenniveau maximal auf 50% des letzten Durchschnittsnetto sinken darf. Die geplante Rentensenkung auf 43% ist unsozial, das lehnen wir ab. Und das muss gestoppt werden, dieser Prozess. Und die dritte Forderung ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch die Pflege von Angehörigen müsse sich besser mit dem Beruf vereinbaren lassen, forderte Bauer. Wer ein Leben lang gearbeitet und Sozialversicherungsbeiträge gezahlt habe, der dürfe sich im Ruhestand keine Sorgen mehr ums Finanzielle machen, sind die Freien Wähler überzeugt. Und dafür wollen sie kämpfen.